Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghostwire Tokyo. Wir hängen immer noch daran fest, die Tanuki und den ganzen Bums zu sammeln. Ich muss weiter nach Süden. Ich muss echt dringend weiter nach Süden. Und was war es? Eine Jizo-Statue. Ah ne, die Jizo. Die Jizzes-Statue, die heißt schon. Ein Graffito, das fehlt uns noch, glaube ich. Ah, oh, danke. Danke, Spiel. So. Weiter geht's. Das war die Palme da. Okay. Ich wollte im Steam gucken, wie es hier mit der Schnellauslöschung aussieht. Kapitel abschließen, Haupthandlung abschließen. Nach der dritten Unterbrechung breche ich ab. Besiege je einen Typ von Besucher, Update-Inhalte ausgenommen. Insgesamt 200 mit schneller Auslöschung. Ach du Scheiße. Genau, bitte zu allen Jesus-Statuen, erhalte alle Relikte, alle Geisterkräfte freischalten, alle vermissten Tanuki finden. 10 mit Betäubungstalisman betäubte Besucher mit Schnellauslöschung. Okay, muss ich den nochmal suchen. Alle Nebenmissionen ohne Update-Inhalte, mindestens 100% der Geister. Genau, ziehe einen Daikyo Omikuji. Haupthandlung abschließen, nachdem ich 100% der Geister zurückgeschickt habe. Alle Wahrzeichen entdecken, ja gut. Ne? Alle Musikstücke erhalten. Alle Gegenstände fürs Outfit-Menü. Versteck dich mit Hilfe eines Dickicht-Talismans und besiege dadurch 3 Besucher. Okay. 2 habe ich ja theoretisch schon gemacht. Update. Mindestens 50 Mal mein Glück an Kapselautomaten versuchen. Ach ja, stimmt, da muss ich ja noch ein bisschen Geld ausgeben. Alle Speisen und Getränke mindestens einmal erhalten. Genau, Scharfschütze, Kopfschuss über 40 Meter. Alle Gebetsketten, alle Sprachaufnahmen. Genau. Wo waren jetzt hier die Gegner? 200 Besucher per Schnellauslöschung. Ist eine Ansage. Muss da tatsächlich extra an die hinten rantreten. Kann ich bei Nekomata? Oh, da hinten ist es Graffito. Ja, hier kann ich Talismane kaufen. Kann ich hier durch die Tür oder muss ich? Okay, damit haben wir das Graffito. Dann fehlt mir, glaube ich, nur noch der Tanuki aus der Ecke, ne? Und noch ein Graffito. Schade. Wäre schön gewesen. Das ist hier vielleicht schon in der Nähe irgendwo. Nee, schade.
Da sind Gegner. Sehr schnell Auslöschung, muss ich leider ein bisschen farmen. Ups. So nämlich. Ja, also das ist jetzt ein bisschen Farmerei. Werde ich vielleicht primär dann auch offscreen machen. Also das ganze Sammeln und so, ne, das ist ja eine Sache, aber wirklich dieses Farmen, das ist, glaube ich, für onscreen ein bisschen zu blöd. Ich glaube, davor verschone ich euch. Oh, ich kann ja tatsächlich mal was aus dem Real Life erzählen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch in anderen Projekten erzählen. Okay, hat jetzt nicht funktioniert, warum auch immer. Lass den Poller mal liegen. Und irgendeinen Erfolg habe ich gerade bekommen. Welche waren das? Da tappe ich mal kurz raus. Steam. Stehen geblieben. Besiege insgesamt 10 mit einem Betäubungsteil. Betäubte Besuche mit schneller Auslöschung. Sehr gut. Aber wie funktioniert das mit dem Dickicht-Talisman? Versteck dich mit Hilfe eines Dickicht-Talismans und besiege dadurch 3 Besucher. Gut, dann schmeiße ich mich mal ins Dickicht irgendwo und snipe halt daraus heraus 3 Besucher weg. Was hältst du denn davon? Da oben. Oh, guck mal, ich habe den Tanuki gefunden. Als Toritor verkleidet. Ist ja auch witzig. Ich dachte, ich war an so einem Ort sicher. Dass mir diese helle Welt aus Licht würde verhindern, dass Menschen mich finden. Da lag ich wohl falsch. Aber ich konnte dich nicht täuschen. Der Boss hat euch geschickt. Klingt ganz nach ihm. Sind hier unten Gegner? Ja. Jetzt nicht mehr. Dann fehlt nur das letzte Graffito aus dieser Gegend. Aber es könnte überall sein. Yeah, da ist so ein Schwabbelbacke. Insofern da nicht auf dem Spielplatz das Graffito irgendwo ist, habe ich da auch nicht vor hinzugehen. Was, Vorsicht?
Sau. Ich hab's gefunden. Da links ist es. Hä? Was ist das denn für ein Gegner? Können die Olle halt auch nicht anvisieren. So geht's. Witziges, hier war ich sogar schon. Ich kann mich erinnern, hier habe ich ein Foto gemacht. Okay, dann war das Gebiet hier. Da oben, auch wieder ein Tanuki. Gucken wir gleich mal von hier aus, ob ich hier schon irgendwo einen Schwanzwedeln sehe. Ja, da sehe ich nur zwei Geister. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht nur, dass die Tanuki sich gut machen lassen. Ich finde es auch irgendwie süß, die zu finden. Es ist halt auch so eine Nebenbeschäftigung, die mir tatsächlich Spaß macht. Okay. Das ist gut zu wissen, dass ich in der Luft nicht rechts gedrückt halten kann, wenn ich Pfeil und Bogen ausgerüstet habe. Wo waren da drüben die Geister? Auf der unteren Ebene, okay. Ist irgendwo der Tanuki zu sehen? Nö. Also mir wurde gesagt, es gibt mehr Geisterwolken, als benötigt werden. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dadurch, dass ich immer mehr Geister finde, auch die Anzahl an Geisterwolken abnimmt. Und zwischendurch war ich die ganze Zeit dabei, Geister zu sammeln. What the fuck? Aber mittlerweile finde ich ja kaum noch welche. Da war doch gerade irgendwo so eine Geisterwolke. Hab ich denn die jetzt liegen lassen? Da war doch gerade auch noch so eine fette Katze. Ach da. Ah, hier unten. Okay. Alles klar. Ich hab's ja nicht so mit Schatten, ehrlich gesagt. Ne? Na, bin. Ah, ne. Ein Magetama ist hier noch. Okay. Wie soll ich denn hier an einen Magetama rankommen? Und ein Graffito. Und irgendwie habe ich das blöde Gefühl, das ist hier unten in der U-Bahn. Das ist keine U-Bahn, das ist ein Fahrradparkhaus.
Wow, habe ich die über den Haufen geschossen. Also ein Magtama und ein Graffito. Sind sie hier. Letzteres sein. Vor allem, dass das der die Magatama stresst mich aus ein bisschen, weil. Hä? Wo soll ich denn mir jetzt sowas hier aus dem Arsch ziehen? Bom. Hehe. Ach du Arschgeige. Oh wow. Kannst du auch irgendwas? Ja, du kannst nicht. Los. Wow. Du Idiot. Kann ich theoretisch gleich nochmal ein Talisman kaufen gehen. Ich glaube, jetzt sind wir langsam wieder im Gebiet mit dem Tanuki. Was sagt die Karte? Ja. Ja. Also ein bisschen in Richtung Nordwesten. So ein Graffito unten, Tanuki war es, ne? Ne, nur noch der Tanuki. Okay, wo könnte er sein? Vor allem, ich habe vorhin noch gesagt, ich könnte jetzt mal wieder was Real-Life-mäßiges erzählen.
Habe ich bis jetzt trotzdem nicht gemacht. Und die Folge ist. Oh, die Folge ist nicht gleich zu Ende, die ist jetzt zu Ende. Na gut. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.